Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie der Titel es bereits sagt, möchte ich mit euch heute zusammen den Voron M4 Extruder mal zusammenbauen. Ich bin von diesen Extrudern extrem begeistert, vor allem wenn es darum geht, Baudensysteme damit zu befeuern. Viele wissen es vielleicht schon und haben es auch in den letzten Videos gesehen. Im Sapphire Pro hatte ich ja diesen hier und den, ja, der ist schon etwas in die Tage gekommen. Das ist der Mobius 3.1 Extruder von Voron. Der ist ziemlich groß im Gegensatz zu diesem kleinen handlichen hier. Man muss aber auch dazu sagen, hier habe ich einen relativ großen Motor drauf. Der Motor hier ist natürlich bedeutend kleiner. Das macht natürlich schon einen gewissen Unterschied. Aber dennoch, diese Extruder sind für zumindest laut Voron das Einstiegsportal in die Welt der Extruder. Wer natürlich jetzt sagt, oh, ich brauche sowas gar nicht, ich brauche gar keine Bauten-Extruder, ich habe hier noch was. Wer direkte Extruder haben will, für den sind diese zwei natürlich nichts. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das hier kennt. Das hier ist ein Orbiter. Und die Orbiter sind perfekt für Direct Drive geeignet. Warum sind die dafür geeignet? Die sind sehr leicht. Es gibt noch eine andere Variante, das ist der sogenannte Sherpa Mini. Der basiert auf dem gleichen LDO-Motor, das ist ein relativ kleiner Motor hier. Aber es reicht, es ist auch übrigens ein Dual-Gear-Motor. Kann ich nur empfehlen. Voron hat in der Vergangenheit wirklich gute Sachen gemacht. Aber nachdem man dann irgendwann angefangen hat, die Direct-Drive-Systeme sozusagen zu bauen, für den Afterburner und dann gab es ja noch diverse andere Sachen, Jetpack und so weiter, hat man eigentlich nicht mehr viel von diesem Design hier sozusagen weiterentwickelt. Es war dann der Mobius 3.1, der war die ganze Zeit da. Es gab dann noch einmal für den Voron V0, gab es nochmal das sogenannte Pocket Watch. Das ist ein ganz kleiner Extruder, der auf der Seite sitzt. Aber so richtig warm ist, glaube ich, mit diesem keiner geworden. Die richtige Innovation kam dann zum Ende letzten Jahres mit diesem Extruder, und zwar dem M4. Und für mich eines der mit besten, die man haben kann. Warum sage ich das? Ganz einfach. Das gesamte System, im Gegensatz natürlich zu dem, ja, würde ich sagen, zu dem M3-Extruder, ist natürlich, hier kann man natürlich wunderbar das immer alles schön lösen, das ist einwandfrei. Innen drinne befindet sich das typische BMG-Style-Extruder-Zahnrad drinne, also dieses Dual-Drive. Das befindet sich hier auch drinne. Durch die Übersetzung auf diese größeren Zahnräder, möchte ich sagen, ja, Zahnräder mit dem Riemen, ist das natürlich ein Kraftpaket. Der Motor dreht einfach das Filament da rein, egal was hinten ist. Mit dem neuen haben sie natürlich viele Sachen verbessert. Unter anderem haben sie von dem Afterburner hier oben diesen Öffnungsclip gemacht. Damit kann man das lockern. Man muss also nicht wie beim BMG-Extruder erst dieses Teil hier abdrehen, das Stellrädchen für die Spannung, sondern das ist jetzt schon mal lose. Dann kann man sein Filament durchmachen und dann klickt man das einfach hier zusammen und die Sache ist erledigt. Durch das kompaktere Design, man muss natürlich gucken, man könnte jetzt hier zum Beispiel noch einen Pancake-Motor hier aufsetzen, dann wäre das tatsächlich schon eine Höhe. Ich selbst bin nicht so der Fan von diesen Pancake-Motoren, obwohl die Kraft von so einem Motor auch allemal hier ausreicht und ich brauche das auch nicht. Die zwei Halter schraubt man einfach seitlich ran an den Drucker, wo man halt Platz hat. Und schon geht's los. Ganz einfach eigentlich, würde ich jetzt sagen. Für viele von euch vielleicht nicht das A und O. Für mich eines der besten Extruder überhaupt. Und immer, für mich jedenfalls, vor einem BMG-Extruder. Von den anderen möchte ich ja gar nicht erst reden. Eine Sache habe ich natürlich jetzt noch vergessen, bevor wir jetzt starten, den aufzubauen. Am Ende verrate ich euch auch noch, an wen mein zweiter Extruder geht. Das hier ist sozusagen mein erster und wir bauen jetzt den zweiten auf und der landet in einer Kiste und da wird sich, glaube ich, jemand enorm freuen, wenn er das Video hier sieht, denn der wird demnächst in der Post den zweiten dazu haben und wird ihn wahrscheinlich für euch nochmal ausgiebig testen.
Also ich habe schon mal alles für euch vorbereitet. Wir brauchen auf alle Fälle einen Lötkolben, das ist klar. Eine Zange, die benötige ich tatsächlich nur so als wie ein Flaschenöffner. Wenn ihr sowas habt, dann nehmt einen Flaschenöffner. Ich zeige euch nachher auch warum. Wir brauchen natürlich Imbusschlüssel, beziehungsweise habe ich jetzt hier Schraubenzieher. Ich benutze noch einen M3 Gewindeschneider. Ich zeige euch nachher auch warum. Dann haben wir die ganzen diversen Teile. Wir haben hier zweimal GT2 Pullis. Wir haben unsere Kugellager. Dann haben wir hier unsere, Achtung, das sind flache Schrauben. Die benötigt ihr nachher hier für dieses Zahnrad. Achtet darauf, dass es die flachen sind. Diese hier würden nicht gehen. Achtet darauf. Die Welle, die habe ich aus einem längeren Stück Welle mir selbst gemacht. Wir brauchen Inserts. Die Rutex Inserts gehen hierbei nicht, nur so vorneweg. Dann habe ich hier noch einen Satz für die BMG, sozusagen Extruder Kit. Das sind halt nur die Räder, ja klar, das Teil und natürlich alle Druckteile. Das sind nicht viele, ihr seht es schon, das sind ein paar. Ach ja, und das Wichtigste natürlich nachher noch, der Motor. Ich möchte euch jetzt hier mal was zeigen, was der Wahnsinn ist. Ihr könnt es vielleicht auf dem Videobild so ein bisschen sehen, ich versuche euch das mal hier so ein bisschen zu zeigen. Guckt euch das mal an. Das ist ABS. Wenn ich diese Druckqualität hier sehe, das stammt nicht von mir, dann wird mir ehrlich gesagt ganz anders. Und ich glaube, ich weiß, warum ich unbedingt einen Vorundrucker haben möchte. Diese Teile hier wurden als kleine Randnotiz, ihr seht von der Qualität her, wurden auf einem Voron 0 gedruckt. Mit sage und schreibe 120 mm pro Sekunde. Und ganz ehrlich, wenn ich so eine Qualität aus den Druckern, die ich habe, rauskriegen könnte, wäre ich ja hochauf begeistert. Diese Teile hat mir jemand aus dem Discord gedruckt, und zwar Robin 3D. Jetzt wollte ich auch schon wie Wolfram sagen. Entschuldige Robin, ich wollte Robin Nano sagen. Nein, Robin 3D hat das gedruckt. Und ich bin so dermaßen zufrieden. Der hat mir jetzt mehrere Teile schon gedruckt und es ist der helle Wahnsinn. Das geht übrigens über alle Teile hier. Die Teile sind in einer Qualität, die ich nicht erwartet hätte. Gut, fangen wir mal mit den, ich sage mal, grundlegenden Sachen an. Und zwar mit den Inserts. Die Inserts müssen in lediglich zwei Teile reingesetzt werden. Und das machen wir mal schnell zusammen. Dieses nicht, also hier. Wir brauchen hier eins, da, da, da. Und wir brauchen ein Insert hier. Also feuern wir mal den Lötkolben schon mal an. Und setzen entsprechend mal schnell die Inserts. Während der Lötkolben jetzt also noch feuert, können wir schon mal eine Vorbereitung noch machen. Der braucht anscheinend doch noch ein paar Sekunden länger. Und zwar, für dieses Zahnrad hier benötigen wir einen geköpften, ja, ein geköpftes Pulli. Das Problem ist, bei dem M3 Mobius Extruder, also der Mobius 3.1, den ich euch am Anfang gezeigt habe, habe ich das abgesägt. Ihr könnt euch das aber einfacher machen. Wenn ihr so ein älteren Flaschenöffner habt, der bloß wie so ein Stück Metall ist, wo ihr raufsetzen könnt, könnt ihr das machen. Ich habe sowas leider nicht, deswegen nehme ich jetzt einfach mal diese Zange. In der Hoffnung, es funktioniert. Ja. Möchte er nicht. Doch, er löst sich schon. Na, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Zack, das war's. Das Teil kann weg und das Teil ist geköpft. Ihr seht das ja auch schon, wenn ihr mal von hier oben rauf guckt. Hier ist so eine, hier ist ja schon so wie so eine Naht dran. Ne? Und das Teil müsst ihr aber so runterbrechen. So, und schon ist das Teil geköpft. Und genauso brauchen wir das auch. Wie gesagt, ich habe leider nicht so einen Flaschenöffner. Ich habe schon alles durchsucht. Und das hat beim letzten Mal mit der Zange auch gut funktioniert. Und dann seht ihr schon, dieses Teil passt hier wunderbar hinein. Genau so soll es sein. Das hält auch schön fest. Den Rest machen wir nachher. Jetzt machen wir aber schnell die Inserts. Jetzt ist der Lötkolben nämlich fertig.
So, haben wir das getan. Ist jetzt noch eine Sache, die mich immer stört. Das ist das hier hinten. Das könnt ihr entweder abkneifen, aber das ist immer nicht so schön. Deswegen kommen wir jetzt zu dem M3-Gewindebohrer. Ich setze den hier einfach bloß ein, drehe vorsichtig das hinein und dann drückt es das hinten einfach wieder raus. Seht ihr? Da kommt der Dreck wunderbar raus. So, dass die Löcher schön frei sind, denn wir müssen nachher von der Seite verschrauben. Ich sehe hier ein bisschen Dreck drin. Das möchte ich nicht. Noch ein bisschen sauberer machen hier. So, dann sind die Löcher schön frei und wir können dann von der anderen Seite das nachher wunderbar verschrauben. Dann ist das Teil fertig. Jetzt gucke ich nochmal hier, dass alles schön leichtgängig ist. Nicht, dass irgendwo ja, beim Reinsetzen mir ein bisschen Filament sozusagen mit dazwischen geraten ist. Aber es sieht super gut aus. Ja, es dreht sich komplett rein. Alles schick. So, und jetzt geht's schon. Holter die Polter an zusammensetzen. Wir benötigen jetzt ein paar Teile. Unter anderem benötigen wir zuerst mal hier das Teil. Das setzen wir hier ein. Sieht sehr gut aus. Hier kommt ja nachher die Welle raus für den Motor. Die Welle setzen wir als nächstes zusammen. Dazu brauchen wir einmal die Distanz hier. Gucken, dass wir die drauf kriegen. Das ist nicht ganz so einfach. Da ist noch so ein Distanzstück hier eben dabei. Wenn sie nicht möchte, dann schieben wir sie eben mit dem Rad hier drauf. Aus. Dann benötigen wir das Zahnrad, und zwar das, was mit dem ja mit den Madenschrauben kommt. Hier müsst ihr lediglich darauf achten, ihr könnt euch das auch angucken, das steht aber auch in der Anleitung drin, wie rum ihr das zusammensetzt. Ihr seht, es muss so lang hinein, das Zahnrad muss an den äußeren Rand, das heißt also, wir setzen das auch so lang ein. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufschrauben. Festmachen tue ich es noch nicht. Na, das war ein bisschen weit. Das sieht ganz gut aus. Das können wir so lassen. Kommt das da rein? Ein bisschen nachher noch schauen, dass wir noch ein bisschen ausgleichen, aber das kriegen wir dann schon noch hin. Die Schraube ziehe ich jetzt mal absichtlich ein bisschen an, damit mich die hier nicht stört beim Drehen. So, und dann läuft das auch schon sehr sauber. Und auf die andere Seite natürlich, auf diese hier, kommt auch das noch rein. Dann habt ihr das auch fertig. Und dann muss das Teil noch hier drauf. So, das war's schon. Jetzt ist der erste Schaft sozusagen fertig drin. Jetzt brauchen wir die langen Schrauben, davon haben wir 4 Stück. Die setze ich jetzt erstmal nur so ein, denn wir benötigen zeitgleich einmal das Teil, das muss dann mit der Vertiefung nach hinten rein, sodass die Schraube nach vorne guckt. Dann benötigen wir ja den Schnapper, den setzen wir hier auch ein. Jetzt kann ich die nächste Schraube hier einsetzen. Und die werde ich jetzt auch schon mal ein Stück durchschrauben, dass die schon mal das hier fixieren und nicht wieder rausfallen. Und ihr seht, ja, jetzt stört hier noch die Schraube, aber das kriegen wir dann schon hin. Ihr seht, es setzt sich langsam aber sicher hier zusammen. Ihr könnt dann auch mal probieren hier, ob das hier rauskommt. Ja, das funktioniert auch einwandfrei. Jetzt müssen wir uns noch um das Teil hier kümmern.
Das ist sogar wunderbar vorgegeben, wie in welche Richtung. Das heißt, wir brauchen die kleine Welle, die dabei ist. Die zwei Kugellager, die könnte man jetzt auch mal eine Runde vorfetten, wenn man möchte. Aber die sind hier schon echt schmierig genug. Und die setzen wir jetzt hier einfach ein. Dann macht es einmal Klick. Gucken, dass das ordentlich mittig sitzt, dass das nicht so weit rüber schaut, rechts und links. Und schon habt ihr die Klappe fertig. Das muss dann hier unten mit rein. So, und die Schraube suchen, da ist er. Kommt da die nächste lange Schraube rein. Und hier unten können wir die auch gleich noch setzen. Und schon können wir das alles miteinander verschrauben. Ich mache das immer erstmal noch ein bisschen lockerer. Gucke, dass das halbwegs alles so passt. Ja, und das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Bevor ich das jetzt aber alles fertig verschraube, gucke ich erst nochmal. Ich habe festgestellt, die Welle soll 50 mm lang sein. Müssen wir schauen, dass das jetzt wieder passt. Jetzt machen wir die gekröpfte hier auf. Und von hinten kommen diese flachen Schrauben rein. Das ist wahrscheinlich der falsche. Nehmen wir den. Und die drehen sich jetzt in das Plastik zwischen das Zahnrad und halten das somit da fest. Das ist eine Sache, die geht relativ einfach und schnell vonstatten. Und das können wir dann auch gleich alles schön anziehen hier. Also übertreibt es nicht mit dem Anziehen. Denkt dran, das ist Plastik. Nach fest kommt bekanntermaßen lose. Ja, und dann seht ihr schon, ist das Ganze fertig. Was ich jetzt immer mache, ist das sozusagen erstmal hier nochmal ein bisschen allein und gucken, ob das so halbwegs passt. Ja, weiter darf die Welle gar nicht gucken. Ihr seht, also ich finde für 50 ist ein bisschen kurz. Ich würde die tatsächlich ein Stück länger machen. Vor allem, wenn ihr die Möglichkeit habt, die selber zu schneiden, würde ich empfehlen, die tatsächlich ein klein wenig länger zu machen. Gut, dann schauen wir mal, dann justieren wir jetzt diese Welle hier erstmal grob. Schauen wir mal, dass sie nicht so hin und her wackelt. Mal was gucken, dass wir die gerade finden. Da ist sie. So, dann ist die schon mal fest. Ordentlich anziehen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier im Inneren nochmal an. Wir müssen nämlich jetzt sicherstellen, dass das sauber läuft, und das tut es nämlich noch nicht. Mal ein bisschen ausrichten.
So sieht das nach einem Plan aus. Das Wichtige ist, dass nach Möglichkeit das Plastikzahnrad oder das Plastikdistanzstück so dicht wie möglich an Richtung Zahnrad sitzt. Das habe ich jetzt auch gemacht. Jetzt muss ich bloß noch gucken, dass ich diese Welle hier einmal ausgerichtet kriege. Irgendwo war hier die Madenschraube. Da ist er. Und da ich jetzt hier weiß, dass hier die Gerade war und ich auch hier drüben die Gerade gesetzt habe, kann ich das jetzt hier justieren. Guckt darauf, dass die Führung für das Filament exakt mit dem übereinstimmt, was ihr hier in diesen Löchern habt. Und dann zieht ihr die einfach nur an. Und dann dreht sich das hier wie ein Uhrwerk. Ihr hört's. Es funktioniert. Jetzt haben wir das alles soweit zusammen. Jetzt setze ich sozusagen dieses Bautenteil hier ein. Ich mache das immer am liebsten zweigeteilt. Beziehungsweise sind es ja dann sogar drei Teile. Ich setze erst dieses Teil hier ein. Das macht sich relativ einfach einzusetzen. Ganz nach unten reinschieben. Dann das graue Teil. Und das macht sich leider immer etwas schwieriger. Da braucht ihr schon ein bisschen Kraft. Guckt, dass der Connector nach Möglichkeit gerade drauf sitzt. Ja, und zu guter Letzt kommt dann das bläuliche Teil noch oben reingesteckt. Das ist auch wieder etwas schwieriger. Das muss richtig einrasten und das sorgt nachher dafür, dass das Ganze hier fest da drinnen sitzt. Also das heißt, danach habt ihr keine Chance mehr, dieses Teil hier wirklich sauber wieder rauszukriegen. Zack. So, und das war's schon. Fest. Jetzt müssen wir noch darum kümmern, dass das hier alles fest wird. Was wir noch vergessen haben, das sind einmal die ganzen vier Schrauben hier. Und guckt, dass die ordentlich angezogen sind. Dreht nicht zu weit. Nicht, dass euch hier hinten das Insert rausgedreht wird. Und hier kommt man tatsächlich noch super gut ran durch das Zahnrad. Und die hier natürlich auch noch. So, und das war's schon. Jetzt haben wir alles eigentlich schon soweit fertig. Das nächste, was wir machen, ist den Motor zu setzen. Nehmen wir mal das Kabel hier ab. Jetzt müsst ihr euch überlegen, in welche Richtung ihr das wollt, so lang oder so lang. Ich habe alternativ noch mal so einen Pancake-Motor hier, damit ich euch das zeigen kann. Dieser Pancake-Motor, ihr seht es, schließt fast identisch auf der Höhe ab. Ein bisschen Überhang hat er dennoch, aber den wollte ich jetzt nicht einsetzen. Ich wollte jetzt den hier einsetzen. Und ich bin dafür, wir setzen das nach unten zu dem M4-Logo. Dann haben wir eine kürzere Schraube hier, die nehmen wir als erst. Halt, falsche. Die hier wird hier reingesetzt. Und diese zwei Schrauben sind auch wiederum gleich lang. Die kommen dann mit einer Unterlegscheibe jeweils versehen. Diese Position. Die schrauben wir nicht ganz fest, nur handfest. Und ihr seht, jetzt kann man den hier ein bisschen nach vorne schieben. Das ist nämlich zum Spannen des Riemens. Und die nächste Handhabe ist natürlich dann entsprechend, dass wir den Motor nach Möglichkeit mit einem geraden Stück nach hier draußen haben, das noch verschrauben können. Jetzt setzen wir das Teil auf und schauen, dass wir das mit einer Höhe des Zahnrades von dem anderen dort hinkriegen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und wenn man sich nicht
jemanden zu doof anstellt, das zu machen. Und auch das richtige Werkzeug dafür nimmt. Schaut, dass es nach Möglichkeit wirklich so genau wie möglich geht, ansonsten beschädigt ihr euren Riemen. Guckt, dass das eine Flucht ergibt. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr das einmal anziehen, drehen, das andere Pulli auch nochmal anziehen. So, was jetzt noch fehlt, ist es klar, es fehlt nur noch das kleine Teil hier. Das setzen wir einfach einmal rundherum auf. Jetzt ist es relativ lose und jetzt spannen wir das. Ihr müsst es gar nicht dolle spannen. Und dann schraubt ihr das noch fest. Die Schraube würde ich hier auch noch gerne ran. So. Ja, das hätte ich fast noch. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich noch einen Teil vergessen. Natürlich braucht ihr auch noch von einem BMG-Extruder diese Schraube samt Feder. Die wird dann hier noch eingesetzt. Und verschraubt. So, dass ihr hier eine gewisse Spannung habt. So, und das war's dann. Und schon ist der ganze Extruder fertig. Jetzt können wir den hier öffnen. Dann ist das sozusagen lose und ihr könnt hier das Filament durchführen. Schaut ruhig mal durch das ganze Loch durch, ob das alles passt. Spannt das mal. Guckt, dass dann sich die Räder da drinnen verengen. Das tun sie auch. Kommen wir also jetzt zum letzten Teil. Der Mobius 3.1 musste am Sapphire weichen. Da ist meiner dran gewandert. Dieser Extruder hier, den wir jetzt zusammen aufgebaut hatten, der muss jetzt noch in eine Kiste. In der ist noch was drin. Diese Kiste muss ich nachher jetzt noch ordentlich zumachen und verpacken. Und die geht an Wolfram, also Osli. Sobald das Video dafür verfügbar ist, werde ich euch halt da oben noch einen Link machen, wo ihr dann das weiterführend seht. Und ich glaube, er wird genauso begeistert davon sein wie ich, denn diese Extruder sind einfach langlebig. Diese Extruder halten wirklich eine ganze Menge was aus, wenn auch mal das Filament da reingedrückt wird, bis der Arzt kommt. Die schieben das durch und zwar knallhart. Also vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen kleinen Einblick in die Boronwelt zu kommen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Viele haben mich ja gefragt, was da unten diese Kisten manchmal im Hintergrund sind. Ihr könnt euch vielleicht erinnern? Tja, diese Kisten haben tatsächlich einen Sinn. Unter anderem liegt da mein Filament. Aber es gibt ja auch Kisten, genau wie diese hier, die da oben drauf lag. Und viele haben mich gefragt, Stone, was machst du da hinten eigentlich? Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Es wird laut. Ihr werdet das wahrscheinlich gerade euch denken können. Dies hier ist alles schon sozusagen die Vorbereitung. Ich baue mir definitiv ein Boron V0 auf, denn ich habe es ja gerade schon in einem Video gesagt, ich bin so dermaßen beeindruckt von der Druckqualität. Ich habe alles Mögliche schon probiert. Man kommt so ein bisschen mit dem Sapphire tatsächlich auch dahin. Mit dem i3 eher weniger, denn da habe ich ABS-Druckprobleme. Das funktioniert nicht, das müsste ich einhausen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Ambition, das irgendwie zu machen. Denn eine Einhausung um den i3 bedeutet zeitgleich, dass ich mich darum kümmern muss, wie die ganzen Netzteile, wie alles zum Kühlen nach draußen kommt. Beim Sapphire ist das einfacher, da ist es ja in der Basis drin. Die Motoren habe ich ja schon nach hinten gelegt, also ABS-Drucken ist damit generell möglich, sobald die Seitenpaneele mal da sind. Aber mit so einem V0 wird die Sache wahrscheinlich einfacher. Aber sobald ich mal irgendwann alle Teile dafür zusammen habe, und glaubt mir, das ist gar nicht mal so einfach, wenn man mal davon absieht, dass das Teil nicht gerade die günstigste Alternative ist, gerade wenn man überlegt, es sind nur 10x10 cm auf 10 cm Höhe, die man da druckt, und so ein Sapphire Pro, also ich kann da bestimmt 2 von kaufen, auf alle Fälle, wenn nicht sogar schon fast 3 von kaufen, um ein sozusagen V0 zu bauen. Wir reden gar nicht mal von den größeren Borons, aber von dem. Aber da kommen wir dann tatsächlich nochmal da drauf, wenn ich dann mal alle Teile zusammen habe. Die Kiste hier ist mittlerweile schon rappelvoll. Ich habe schon, sagen wir mal, gute 90% zusammen. Das Einzige, was mir tatsächlich aktuell
noch abhanden geht, ist alles rund um die Druckplatte. Also Heatbed, die Aluminiumplatte, der Rest ist eigentlich alles schon da. Ich hoffe, euch hat dennoch dieses kleine Video heute gefallen und ihr könnt mir mal in den Kommentaren da lassen, ob ihr mit mir dann zusammen den V0 bauen wollt. Ich könnte das unter zwei Varianten machen. Entweder ich baue ihn mit euch sogar live auf, das können wir vielleicht auch mal machen. Oder die andere Variante, ich baue den einfach am Hintergrund mal auf und wir kümmern uns dann eigentlich nur noch um die Inbetriebnahme und wie das so funktioniert. Bis dahin, bleibt gesund, ciao.